Hallo, ich meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Seit dem Release von CS2, also Oktober 2023, wurden einige Maps geleakt, auf die wir uns ja aktuell schon mitunter freuen. Manche wurden von Valve selbst geleakt, andere mussten gefunden werden von den Dataminern. Und welche Maps das sind und wann sie womöglich kommen werden, schauen wir uns jetzt an. Let's go! Ich bin Susanne, bin 45 Jahre alt und ich liebe Käse einfach über alles. Und wir beginnen direkt mit der Map Train. Train wurde von den Volvos selbst in ihrem Release-Video zu CS2 geleakt bzw. gezeigt. Und natürlich sind deswegen auch viele davon ausgegangen, dass Train direkt mit dem CS2-Release mitgeliefert wird. Aber es ist gar nicht passiert. Ich würde sagen, dass Train gerade deswegen eine Map ist, auf die sich sicherlich sehr, sehr viele schon sehr lange freuen. Ich weiß noch, wie hyped wir waren, als wir den Trailer gesehen haben und gedacht haben, oh mein Gott, Train kommt endlich wieder zurück. Hier meine Posi, immer Stop Sign. Und dann releasen die einfach das Spiel und Train ist gar nicht dabei. Das war schon ein Schlag. Jetzt gibt es natürlich direkt zwei Fragen. Kommt Train so, wie es ist, wieder zurück und wann kommt Train? Ich kann mir gut vorstellen, dass die Train verändern werden, auf jeden Fall. Jetzt nicht in seinen Grundzügen, logischerweise. Aber sicherlich wird einiges umgestellt und natürlich so angepasst, dass die Engine von CS2 da richtig schön reingreifen kann, das Beste rausholen kann. Ich kann mir vorstellen, dass Train noch vor dem ersten Geburtstag von CS2 released wird. Beziehungsweise würde zumindest behaupten, dass es angebracht wäre. Wenn man es schon in diesem Trailer hat, dann sollte das doch auch, ja, irgendwann nachkommen. Zügig. Als nächstes haben wir Kurbelstein. Hier wiederum kamen die Leaks ganz früh von den Dataminern. Ganz vorne mit dabei natürlich Gabe Follower und Aquarius. Hier wurden Schneetexturen gefunden in Verbindung mit Kurbelstein. Diese Leaks sind auch schon sehr, sehr lange her. Ich meine, es war Anfang diesen Jahres, 2024. Und das hat natürlich auch sehr viele Leute aufgehypt. Kobble ist eine Map, auf der man halt auch schon, ja, so unglaublich oft gespielt hat und viele, viele Erinnerungen mit der Map selbst geknüpft hat. Mit dem gescheiten Spawn hier hinten natürlich und nicht dem Affenspawn da vorne. Was soll der Scheiß? Das ist ja Quatsch. Hier spielt die Musik. Hier oben, Leute. Hier. Wo sind die Toiletten? Warum sind hier keine Toiletten? Speziell für diese Map habe ich bereits über den Release gesprochen. Es wurde ja, wie gesagt, Schnee gefunden und in Verbindung dazu haben wir über Operations gesprochen und Operations kommen ja oder kamen ja die letzten paar zumindest, meistens, wenn es kalt war. So Oktober, November, Dezember, also zum Ende des Jahres hin. Und mit dieser Jahreszeit verbindet man ja auch Schnee, neuch? Darum die Idee, dass Kurbelstein vielleicht in einer Winter-Operation dieses Jahr dann mitgeliefert wird. Und die ganzen Wingman-Verrückten freuen sich natürlich besonders auf Lake. Und zu Lake gab es einen Post von Thor, CS2. Das Ganze ist schon sehr, sehr lange her. Und hier wurden Dinge unter Wasser, also Objekte unter Wasser, besser sichtbar gemacht. Ich glaube auch, dass die Map in den Gamefiles von CS2 gefunden wurde, aber dazu habe ich jetzt gerade nichts. Das hatte ich aber halt noch im Kopf abgelegt. Ja, das war so ein Punkt, an dem dann viele gesagt haben, oh ja, guck mal, die arbeiten da jetzt schon dran, dass es dann in Source 2 gescheit aussieht, wegen der großen Wassermasse auch. Also hier muss man das, ja, ist halt viel Wasser drauf. Wann Lake kommt, kann ich leider gar nicht einschätzen, weil wir ja erst jetzt zwei Wingman-Maps bekommen haben. Man ist ja praktisch jetzt erstmal, man ist fürs Erste gesättigt und bräuchte jetzt gar nicht, ja, neue. Also eigentlich schon, mehr ist immer gut, aber ihr wisst, was ich meine, es kam jetzt halt was. Hier würde ich sogar sagen, auf unbestimmte Zeit verschoben. Eine weitere Map, die wiederum in den Gamefiles gefunden wurde, ist Canals. Canals war so eine geile Meile. Ich habe richtig, richtig tief sitzende Erinnerungen an diese Map. Die haben wir wirklich sehr oft gespielt. Hier haben wir auch oft Gather drauf gespielt, aber nicht über E-Sport. Wo ist denn hier? Hier war doch ein Weg. Da ging es doch durch. Ja, also hier haben wir sehr oft drauf gespielt. Unter uns einfach 5 gegen 5 oder auch zu mehreren. Wir haben ordentlich fett reingejallert. Vor allem in diesem Bereich gab es immer heftige Deagle-Headshot-Sachen. Kam die Map damals eigentlich mit Austria auch? Mit der Operation damals, mit dem Update? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich könnte schwören, das kam mit Austria zusammen. Austria übrigens auch eine sehr, sehr geile Map, die ruhig wieder kommen könnte, neuch. Aber naja, Canals wurde, wie gesagt, in den Spieldateien gefunden. Hier hat man dieses Bild hier gefunden. Das muss natürlich jetzt auch nichts heißen, vor allem auch Release-Zeitpunktmäßig. Ja, ist schwer, was dazu zu sagen, weil es einfach nur ein Screenshot oder halt ein Bild ist, das man gefunden hat. Wohingegen die nächste Map dann doch ein zumindest circa genaues Datum hat. Und zwar handelt es sich dabei um Cache. Cache ist eine Map, die von FMPwn erstellt wird. Und FMPwn haut uns diesbezüglich auf Twitter immer wieder Infos raus, wie weit er eben mit der Map ist und wann sie so circa kommt. Und nach seinen Angaben kommt die Map 2025. Beziehungsweise nicht vor 2025. Also dieses Jahr können wir damit nicht rechnen, wenn dann nächstes Jahr. Short Dust bzw. Dust 1 ist eine Map, auf der vor allem die alten Hasen natürlich viel Zeit verbracht haben. Und diese Map wurde auch leider bis jetzt nur in den Gamefiles gefunden. Hier wurde auch wieder ein Bild gefunden, genauso wie bei Canals auch. Und zwar dieses hier. Da haben sich einige schon darüber echauffiert, dass das hier, also das ist schon Kock. Wo Militär, Brumm, Brumm. Es gab natürlich auch Versionen, da war ja mal nichts gestanden oder was anderes, aber
Aber das hat schon irgendwie, ich finde, das macht Sinn. Du bist hier mit deinen City-Kumpels am Start und gehst halt rein, ne, in diese Operation. Wow, da oben ist ein bisschen was kaputt, okay? Und ich finde es gar nicht so unsinnvoll, wenn hier so eine fette Militärkarre steht, aber egal, was da am Ende ist, ist scheißegal. Also, ja. Dieses Bild sieht auf jeden Fall schon mal ganz nett aus und lässt natürlich hoffen. Release-Datum hier für Short Dust, beziehungsweise für Dust 1 generell, also für die ganze Geschichte. Das haben, glaube ich, viele von euch, obwohl wir haben das schon auch zusammen im Stream gespielt, doch. Ich wollte gerade sagen, es haben viele von euch vielleicht noch gar nicht gespielt. Gut, die jetzt mit CS2 angefangen haben, die haben das sicherlich noch nicht gespielt, außer man treibt sich auf den Workshop-Geschichten rum. Aber das ist eben, das ist Dust 1 hier. Da es auch einfach nur ein Bild ist, das man bis jetzt gefunden hat, denke ich nicht, dass hier schon arg viel gemacht wurde. Also auch eher so 2025 oder später. Und zu guter Letzt haben wir noch Tuscan oder auch Tusken. Über die Map wurde bereits vor dem Release von CS2 gemauschelt und gebauschelt. So haben die Volvos zum Beispiel Tuscan und auch Anubis kennen wir ja schon, für 150.000 US-Dollar jeweils gekauft. Also sich die Rechte daran erkauft. Was sie mit Anubis gemacht haben, wissen wir ja bereits. Das ist ja erschienen. Jetzt warten wir also nur noch auf Tuscan. Da das hier zum gleichen Zeitpunkt gefunden wurde, und zwar im März 23, kann man wohl davon ausgehen, dass sie auch seitdem, wie sie auch an Anubis gearbeitet haben, an Tuscan arbeiten oder zumindest ein bisschen gearbeitet haben. Diesbezüglich hat auch Gabe Follower etwas in den Dateien selbst gefunden. Also ich denke, man kann wohl davon ausgehen, dass wir nicht mehr arg lange auf Tuscan warten müssen. Ich hoffe, dass es dieses Jahr noch kommt. Im besten Fall auch noch vor oder zu dem Geburtstag von CS2. Wobei ich hier natürlich, so wie immer, dazu sage, dass nichts von dem, was ich hier sage, von den Volvos bestätigt ist. Also die Informationen, was gemacht wird, sind vorhanden, aber wann, ja, weiß man nicht. Wir machen jetzt noch geschwind ein Giveaway und dann gehe ich ran an den Speck, denn gleich ist wieder Livestream. 18 Uhr, kommt ran. Am Dienstag gab es überraschenderweise ein ziemlich fettes Giveaway von Holy, meinem Partner in Sachen Konzentration und Reinschwitzen. Der Link dazu ist auch in der Videobeschreibung. Wir haben jetzt auch noch mehr Sachen von Holy bekommen, die wir raushauen können. Ich weiß noch nicht, ob ich das direkt heute mache oder dann nächste Woche. Wir hauen jetzt heute in diesem Video zuallererst mal diesen R8 Revolver Crazy 8 raus. Wie man hier mitmacht, ist wie immer sehr einfach. Ihr schreibt einfach in euren Kommentar mit dazu, auf welche der gezeigten Maps ihr euch am meisten freut. Welche sollte deiner Meinung nach zuallererst kommen? In die Kommentare damit und dann ist man automatisch beim Giveaway mit dabei. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Es freut mich so sehr, dass euch die Videos gefallen, dass ihr gerne reinguckt, um auf dem neuesten Stand zu bleiben, was Counter-Strike angeht und auch so alles drumherum. Und ich freue mich auch über jeden Einzelnen, der den Weg von YouTube auf Twitch findet, um da mit mir zusammen zu zocken und zusammen rein zu dödeln. Twitch ist nochmal ein gutes Stück persönlicher, weil man halt live miteinander schnacken kann. Ne? Ihr schreibt und ich kann direkt darauf eingehen und reagieren, antworten. Ja, ich ziehe jetzt dann gleich rum, Livestream ab 18 Uhr. Und hier direkt die Info, morgen, der Livestream am Freitag, startet leider erst um 21 Uhr, also eine Stunde später als sonst, oder 21.15 Uhr. Aber jetzt 18 Uhr, wie immer pünktlich, Livestream also rum. Ja, und das war's auch schon. Bis gleich, bye bye. Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.